Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in Amerika, Oregon, mit Kulturwerke und mache hier mein Auslandsjahr. In diesem Video nehme ich euch mal durch mein Wochenende mit und ja, viel Spaß! Also, wir hatten gerade ein Grundschul-Basketballspiel, da mussten wir Essen verkaufen, wir haben so den Stand gemacht. Und jetzt muss ich selbst zum Basketballtraining, deswegen muss ich mich gerade ein bisschen beeilen und meine Sachen packen. Und dann nach dem Basketball haben wir ein Dinner, Team-Dinner mit den anderen, mit dem anderen Team. Also ja, ich nehme euch ein bisschen mit. Wir laufen jetzt gerade zur Bushaltestelle und dann fahren wir ungefähr eine Stunde zum Training. Ich bin gerade zu Hause angekommen. Ich konnte leider beim Basketball und beim Dinner nicht filmen, weil ich weiß nicht, wir haben ein bisschen was weglösen, wir hatten ja unsere Handys nicht. Ja, also den Rest des Abends werde ich jetzt wahrscheinlich einfach nur ein bisschen Hausaufgaben machen, Show gucken. Ich weiß nicht. Mal sehen. Es ist jetzt 10:30. Eigentlich wollte ich gerade Mathe-Hausaufgaben machen. Aber in unserem Zimmer ist kein WLAN, deswegen muss ich jetzt in diesem leeren Raum hier. Und ja, jetzt will ich hier ein paar Hausaufgaben machen. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, als ich gedacht hätte, aber bin jetzt fertig mit Mathe und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgestanden und das erste, was ich jetzt machen werde, ist mal meine Wäsche waschen, mein Bett neu beziehen, frühstücken, duschen. Heute habe ich an sich nicht so viel vor. Heute Abend habe ich ein Track-Meeting mit unserem Coach. Also ich habe mich jetzt entschieden, einen kleinen Spaziergang zu machen, weil das Wetter draußen echt schön ist und ich habe nichts zu tun. Deswegen werde ich mir jetzt erstmal einen kleinen Snack machen und dann geht's los. When I'll be coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home, I plan to let you know the longing of my heart, the wish I carry high whenever we're apart. It takes me through the night when I look deep into your eyes. Be coming home, and I am on my way. When I'll be coming home, I wanna see you play the music of your heart. I'm followed by your light. Ich bin gerade wieder zu Hause angekommen und anscheinend wurde das Meeting mit unserem Track-Coach ein bisschen nach vorne verschoben. Deswegen muss ich mich jetzt echt beeilen, weil die haben vor 20 Minuten angefangen. Hallo, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause von dem Meeting mit unserem Track-Coach. Eigentlich haben wir die ganze Zeit nur Weightlifting gemacht und ein bisschen Basketball. Aber ja, er meinte, ich soll auf jeden Fall Track mitmachen. Und
Ich weiß nicht. Ich mag Dirk nicht. Aber ja, wir werden sehen. Ich laufe jetzt nach Hause und dann war es das wahrscheinlich so ziemlich. Das ist so ziemlich der ganze Ort, in dem ich hier bin. Ziemlich klein. Ich glaube, hier wohnen so 200 Leute. Das heißt, es dauert ungefähr 30 Sekunden für mich von der Schule oder von halt vom Gym zum Dorm zurückzulaufen. Achso ja, ich habe es nicht erklärt, aber ich bin nicht in einer privaten Gastfamilie, sondern in einem Schülerdorm mit nur Austauschschülern. Eigentlich waren wir 8 Austauschschüler, 4 Mädchen, 4 Jungs, aber 2 sind in den letzten paar Wochen abgereist. Das heißt, wir sind jetzt nur noch 6. Und wir haben sozusagen 2 Gasteltern, aber die sind mehr unsere Betreuer, würde ich sagen. Ja. Ich bin jetzt wieder zu Hause und mache gerade noch ein bisschen Mathe-Hausaufgaben. Und danach werde ich auf jeden Fall ins Bett gehen, weil ich bin echt müde. Und ja, das war's mit einem Wochenende auf einem Auslandsjahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn euch das Thema Auslandsjahr interessiert, dann könnt ihr auch gerne auf dem Kanal von Kulturwerk vorbeigucken. Die haben da noch einige andere Videos zu Auslandsjahren. Und ja, tschüss!